Herzlich willkommen zu meinem Videopodcast hier aus Straßburg. Wie gewohnt stelle ich ja zu kurz den Ablauf der Sitzungswoche hier vor. Da war zunächst einmal ein ganz wichtiger Punkt die Vorstellung des Arbeitsprogramms der Kommission. Wir waren schon alle ganz gespannt und ich muss sagen, das Parlament war enttäuscht, weil es nämlich keine klaren Angaben zu legislativen Vorhaben der Kommission gemacht hat. Deswegen haben wir uns als Parlament entschlossen, im kommenden Jahr, im Januar, über eine Resolution dafür mehr Klarheit zu sorgen. Als nächstes stand ein wichtiger Punkt für die europäischen Bürgerinnen und Bürger auf dem Arbeitsprogramm, nämlich die Abstimmung über die Richtlinie zur Kraftstoffqualität. Und über die konservative Mehrheit im Parlament hat dann der Vorschlag der Kommission eine Mehrheit gefunden. Und so können in Zukunft, wird es dann möglich sein, dass Ölsande die Umwelt in Europa verschmutzen können. Leider, muss ich sagen. Dann gab es die Wahl der europäischen Bürgerbeauftragten. Hier ist Emily O'Reilly aus Irland wiedergewählt worden. Sie ist seit Oktober 2013 im Amt und ihre Aufgaben ist es, unter anderem Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger entgegenzunehmen, den Einwohnern aus den EU-Mitgliedstaaten und natürlich auch von Unternehmen und Vereinen, die ihren Sitz in der EU haben. Dann ein schöner Punkt, und zwar gab es die Verleihung des Lux-Preises. Das ist der Filmpreis des Parlaments. Und der Filmpreis wurde dann von Martin Schulz, dem Parlamentspräsidenten, übergeben an den polnischen Gewinner für den Film Ida. Es handelt sich dabei um eine junge Frau, die auf der Suche nach ihrer eigenen Identität ist. Es ist eine wirklich sehr persönliche und emotionale Geschichte, durchdrungen auch von der schmerzvollen Vergangenheit Europas. Die Resolution zur Anerkennung Palästinas stand ebenso auf der Tagesordnung. Wir haben uns in langen, ausführlichen Verhandlungen darauf einigen können, dass es eine grundsätzliche Anerkennung des palästinensischen Staates gibt. Aber die Anerkennung soll im Verlaufe neuer Nahostverhandlungen erfolgen. Dies ist ein ganz wichtiges Signal für die Wiederaufnahme des Friedensprozesses im Gazaland. Wir haben auch eine Resolution für die Stahlindustrie verabschiedet. Dabei geht es um die Sicherung von Arbeitsplätzen unter der Berücksichtigung von Umweltstandards hier bei uns in Europa. Das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte, die wir in dieser Woche beschlossen haben, über die wir lang und ausführlich diskutiert haben. Jetzt gilt es auch für uns, wieder zurückzufahren in unsere Heimatländer und die besten Wünsche hier von mir aus für ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Natürlich dann auch einen guten Start ins neue Jahr 2015 und dann bis zur nächsten Sitzungswoche im Januar hier wieder aus Straßburg.